Herzlich willkommen zu unserem kleinen Online-Gottesdienst hier aus der Philipp-Nikolai-Kirche. Wir haben die liturgische Farbe weiß, aber ich habe als liturgische Farbe einen roten Mundschutz, weil eigentlich heute am 3. Mai und nächsten Sonntag am 10. Mai Konfirmationen gewesen wären. Und da haben wir natürlich rot als liturgische Farbe. Wir wollen heute sozusagen als Mini-Ersatz für dieses Fest einen kleinen Gottesdienst feiern. Und dazu haben die Konfirmanden etwas vorbereitet. Zwei von ihnen sind dabei, die Luisa Sanchez-Deutsch und Alina Wingen. Die werden gleich etwas für uns vorlesen. Mit vorbereitet hat diesen Gottesdienst auch unser Kirchenmusiker Michael Bird, der ganz festliche und schöne Musik ausgesucht hat. Hinter der Kamera ist wie immer Christoph Stein und mein Name ist Christina Schlaab. Und wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Wollen wir jetzt zusammen Lied, wo zwei oder drei zusammen singen? Ich fange an, ich singe das Ganze vor und dann würde ich immer den Einsatz geben. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist ein Zitat aus dem Psalm 121, den Alina jetzt für uns lesen wird. Ich lese Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken. Der dich behütet, schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert noch schläft der Herr Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten zu deiner Rechten. Bei Tage wird dich die Sonne nicht stechen, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behütet dein Leben, der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in die Ewigkeit. Gott ist für mich wie ein Beschützer. Gott beschützt und behütet mich. Gott ist für mich wie ein Zuhause. Jesus Christus hat den Menschen Gottes Werte näher gebracht. Jesus Christus hat viele Wunder vollbracht, um Menschen zu helfen. Jesus Christus hat den Menschen von seinem Gott erzählt. Gottes Kraft hilft mir, wenn ich traurig bin oder mich alleine fühle. Da weiß ich, dass ich nicht alleine bin. Gottes Kraft hilft mir, wenn ich traurig bin. Gottes Kraft hilft mir, wenn ich gerade mal nicht weiter weiß. Und jetzt wollen wir das Lied Möge die Straße zusammen singen. Möge die Straße und zusammenführen und der Weg.
ein Schirm gegen Sonne, gegen Regen, ein Schutz für uns. Das ist gut. Und so einen Schutzschirm, den hätten wir ja auch gerne gegen alle möglichen Krankheiten und natürlich in dieser Situation heutzutage besonders gegen das Coronavirus. Wir wollen uns beschützt fühlen. Das drücken ja auch die Konfirmandinnen und Konfirmanden aus, wenn sie sagen, Gott ist für mich wie ein Beschützer. Diesen Wunsch nach Schutz können wir alle gut verstehen und nachvollziehen. Und deswegen ist es schön, wenn wir uns gegenseitig zusagen in dieser Zeit, bleib gesund, Gott segne dich. Gott segne dich ist ein wunderbarer Wunsch, denn er sagt ja nichts anderes aus, als es gibt da jemanden, der für dich da ist, der dich beschützt, der dir zur Seite steht, der ein Halt für dich ist. Leider können wir im Moment keine Konfirmationen feiern, aber ein ganz schönes Element, ein Teil der Konfirmationsfeste ist ja, wenn wir den Konfirmanden die Hände auflegen, ihnen einen Spruch zusprechen, der sie begleiten soll auf ihrem weiteren Lebensweg, und wenn wir ihnen dann den Segen geben und ihnen sagen, Gott segne dich und Gott behüte dich. Das ist ein ganz rührender Moment. Wir hoffen, dass wir die Konfirmation im Herbst feiern können. Wir hoffen, dass sich die Situation dann gebessert hat. Was wir aber wissen dürfen, schon jetzt, ist, dass Gottes Schutz, Gottes Segen auch in dieser Zeit natürlich bei uns ist und er uns begleitet. Ein Lied, was sich die Konfirmanden und Konfirmandinnen immer wieder gerne wünschen zu ihrer Konfirmation, das wir dann am Ende singen, das ist das Lied Möge die Straße uns zusammenführen. Dieses Lied, das hören wir gleich auch am Ende dieser kleinen Ansprache wieder. Und dazu werden wir Bilder sehen von Straßen, die uns eines Tages hoffentlich bald wieder zusammenbringen. Die haben die Konfirmandinnen und Konfirmanden gemacht. Es ist ein topaktuelles Lied in dieser Zeit, denn Wiedersehen können wir uns im Augenblick ja nicht. Wir sehen uns allenfalls aus der Ferne oder per Videochat. Aber die Hoffnung, dass es bald vorbei ist und besser wird, die bleibt ja. Und was auch bleibt, ist der Segen Gottes, der uns begleitet. Gott hält uns tatsächlich an seiner Hand. Darauf dürfen wir verlassen und darauf können wir vertrauen. Denn Gott selbst sagt beim Propheten Jesaja im 41. Kapitel, lesen wir das, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Dieser Spruch, der kann uns in dieser Woche begleiten und er soll uns eine Stärkung sein. Bleiben Sie und seien Sie gesegnet. Amen. Dich nicht verlässt. Erhalte dich hier.
Sister, carry on. Sister, carry on. It may be rocky and it may be rough, but sister, carry on. Was uns heute bewegt, alles, was uns auf dem Herzen liegt und was uns bedrückt, das wollen wir hineinnehmen in das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Kommen Sie gut in die Woche, bleiben Sie gesund und hören Sie nun den Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und aller Welt Frieden. Amen.